Hallo liebe YouTuber, liebe Forest-Fans, hier ist der Johnny Doe und wir spielen, ja, The Forest. Die Faye ist auch da. Hallo. Ja, warum haben wir denn hier schon, wer sich wundert, nein, Folgen sind nicht verpasst worden, wir haben einfach nur offline, ohne aufzunehmen, hier diese Festung gebaut, schon mal so ein bisschen inspiriert vom Gronkh und Sarrazar. Und das wollten wir jetzt nicht zwei Stunden da im Let's Play machen. Deswegen haben wir ein bisschen vorgearbeitet und ja, das ist die erste Folge hier. Und ja, wir sind glaube ich schon ja ein paar Mal gestorben, sind wir schon, ne? Lagen mit dem Arsch in der Höhe. Einmal. Okay, einmal. Ja, einmal ich, einmal du, ist schon mal ein paar Mal. So, ich habe hier noch ein Kaninchen, was ich aufhängen kann. Ja, ich kann gar nichts gerade. Kannst du nichts essen? Nö, ich kann nichts essen, nichts hängen, ach. Kann nicht sein, das ist bugfrei, das Spiel. Mhm. Siehe einfach doch mal. Ich fand den Patch. Lurch! Juhu! Mit Patch 0. Was war das? 023? Ja, unser Reck fliegt ein wenig. Unser Feuer ist ein wenig in der Erde verschwunden. Ja, aber ich hab noch Fleisch. Das kann ich mal eben. Ich kann ja hier was auf den Grill hauen. Soll ich hier was auf den Grill hauen? So einen schönen, freshen Lurch. Ich hab noch. Hm, hast du selber einen? Nee, ich hab noch. Ich hau da drauf, komm hier. So. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, Lurch. Lecker, lecker, Lurch. Oh, wir haben kein Wasser mehr hier. Aber gut, oben noch. Hier ist auch noch ein Lurch. Siehst du den Lurch hier? Guck mal, das ist ja so die Lurch. Jetzt, warte. Aber das Problem ist, ich habe keine Axt. Jetzt. Hinterher! Ja, nein. Shift! Ja, wo war denn der jetzt hin? Ach da. Ich bin ein bisschen blind. Bei mir rennt er weg, hast du den? Ach, da rennt noch einer. Ruhig! Ich hänge! Oh, mach mich das hier mal auf das. Das ist ein schneller Lurch, ey. Oh, ich tue jedes Mal Kuh, ne? Ich bin ja ein Kuhfreund. Ich hab Lurche. Lurche. Stimmt, da hatte sie die ganze Zeit, hatte die Fade Probleme, die hat keine Lurche mehr gesehen. Und war dann immer schön am Fragen, warum ich denn so doof in die Erde haue. Guck mal, einmal läuft mir der Lurch zwischen den Beine weg. Sollen wir mal ganz vorsichtig hier rausgucken. Sieht gut aus. Kein Besuch, der uns fressen möchte. Ich höre auch noch nichts. Ich höre auch nichts. Jetzt höre ich was. Aber von wo? Oh oh! Von da oben? Oder war da ein Vogel? Nee, da rennen sie, da hinten. Wo? Komm ich mal rein, warte. Von hier hinten. Hier hinten kriegen wir Besuch, ich habe was gehört. Was denn? Ja, hier hinten. Oh, wir haben hier einen im Lager. Was? Ja. Oh. Wir müssen. Zwei sogar, warte. Ich bin hier Pfeil-Experte. Ja, und ich mach mir mal eben. Schütze mich bitte. Ich muss mal eben was craften. Die sind aber irgendwie sehr, sehr, sehr bugfrei, weil die laufen die ganze Zeit irgendwie. Oh, ich hab direkt alle angezündet. Ja, Problem ist aber Wasser. Jetzt Zähne verloren, weil wir brauchen ja noch dringend Zähne. Oh oh. Was denn? Nein, 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 nein. Sehen die irgendwie anders aus? Whoa. Ich hab den niedergemetzelt. So? Nee, der lebt noch. Der atmet noch.
So. 10 einsammeln. Oh, hab ich jetzt alle weggeklaut? Wo kommen die denn her? Was denn? Ja, die kommen da durch den Fluss. Scheiße, ich dachte, die können hier am Fluss. Was brennt denn da noch? Warum ist das denn so hinter? Oder kommen die über die Steine? Das weiß ich noch nicht. Aber jetzt ist das nicht mehr so hell, ne? Sollten wir vielleicht den Fluss ausgrenzen? Weil ich glaube, die kommen auch über die Steine. Ich bin noch nicht gestorben. Wow. Das ruckelt ein wenig. Entschuldigung, dein Essen, ne? Ja, ja, ich muss auch gerade essen. Naja, Essen. Mach ich doch. Wo sehe ich? Du haust da ganz einfach rein. Ne? Nee. Kann ja nichts reinhauen, ich hab da nichts mehr. Kann denn hier? Von da oben kamen die irgendwo. Was machen die denn da oben? Die sollen weggehen, die sollen wegbleiben. Ja, ich glaube, wir sollten irgendwie im Fluss oder so ganz komisch irgendwie mal eine Palisade errichten. Wir sind doch nicht ganz safe. Hm. Aber beim Bauen sollten wir vielleicht warten, bis es ein bisschen heller ist, weil der Wald ist ein bisschen buschig geworden. Hm. Guck mal ganz vorsichtig raus hier. Ja, die hörst du ja. Ja. Weil wissen die Eingeborenen denn auch, dass die, was... Irgendwas läuft da hinten. Was? Ich weiß nicht, ob es ein Tier ist. Geh mal gucken. Warum kann ich denn schon wieder? Mutig. Wenn ich tot bin, schrei ich, ne? Wo denn? Nee, nur Viecher. Alter, mach mich doch nicht platt so hier. Was für eine Panik, ey. Oh, ich muss auch was essen. Ich bin zwar nicht so gut mit Pfeil und Bogen, aber dafür mit der Axt. Du musst ja eine... Ich bin doch voll der Metzler, ich metze hier alles mit der Ikone, eine Ikone mit der Axt. Ja, ich muss mal eben was trinken. Ja, mach das. Aber... Ja, wir haben ja auch schon ein paar Gebiete hier abgesteckt. Blau war jetzt hier unsere neue Hauptbasis, da... Hinten haben wir unsere andere kleine Basis, so unser Anfangsgebiet, wo wir gelandet sind. Guckst du bitte mal ein bisschen mit und hörst mit, weil ich... Ja, ich hab ne Öhrchen auf. Hoffe ich. Die Löffel sind am Leuchten. Oder so. Ja, auf jeden Fall, war es nicht gerade, glaube ich, sehr ratsam damals, direkt neben dem eingeborenen Dörfchen unsere erste Basis zu errichten. Mach ich mal ein paar Molotow-Cocktails. Das bist du jetzt, ich wollte gerade sagen. Ich crafte. Mhm. Falls irgendwas kommt, was größer ist. War das jetzt ein Tier, was ich gerade gehört habe, oder war das ein Viecher? Was machen wir denn jetzt? Ach, warte, wir brauchen ja noch ein paar Knöchchen. Ja. Boah, ist aber pixelig. Was? Wer ist pixelig? Der Eingeborene. Also, ey, da unten an unserem Feuer läuft, glaube ich, ein Lurch rum. Ja, egal. Nimm du den, ich knöchel den mal eben ab. Habe ich jetzt? Oh, du leckerer Lurch. So. Da liegt doch gerade. Durchs Wasser können die auch? Okay. Ja, können die. Nee, ich meinte den Lurch. Ja, bestimmt. Warum sollen die das nicht können? So quasi. Ich mache uns mal eben für die Knochen, weil wir brauchen ja noch Knochen. Das sind aber verdammt viele Lurch heute. Ja, ich hab auch schon gut Lurche gesammelt. Ja,
Ja, Knochen brauchen wir, genau. Knochen brauchen wir noch. Ja, ich habe jetzt zwei Ärmchen, zwei Beinchen, das dürfte ja erstmal reichen, ja, ne? Denk dran, die darfst du jetzt mit dem neuen Patch 023 nicht mehr essen. Früher durfte man sie ja essen. Ich will die auch nicht essen. Aber man nimmt dazu Schaden. Das ist auch ekelig. Ja, das kommt natürlich dazu. Jetzt mal ganz ehrlich. Na. Ja, komm, am Anfang hat es uns sehr geholfen, dass wir eingeboren gefressen haben. Ja, aber es war ekelig. Ich glaube, es wird so langsam heller. So, so, ich glaube, ich habe. Wie viel Knochen brauche ich denn, ne? Ja, mir fehlt noch ein Knochen. Einer, mir fehlen ein paar mehr. Was? Mir fehlen ein paar mehr. Ja, ich habe noch ein paar Beinchen und so. Könnte ich ja mal auf den Grill legen. Ich möchte es nicht essen. Kann ich jetzt umweg? Ey, ich komme wieder ans Weg. Also wir sollten jetzt hier mal irgendwie eine Palisade ziehen. Da ist ein Knochen gerade rausgefallen. Ich bin mal so frech und nehme mir den. Ich habe aber noch mal welche nachgelegt. Also wir sollten das Wasser vielleicht halbieren oder so, ich weiß nicht, irgendwie durch den Felsen Palisaden ziehen, weil die kommen da durch. Ach, das ist auch ein Knochen. So geil. Ich weiß nicht mehr, was man dafür brauchte. Was waren das denn? Knochen? Und was war das noch? Seile, glaube ich. Nee, dann verschwunden. Seile oder Harz? Nee, hat was auch nicht. Ich weiß es beim besten Glück nicht. Das muss ich mir doch echt mal anschauen, wenn ich nochmal ganz dolle nachlesen. Ich gehe mal eben in die Hütte, falls jetzt was kommt, weil ich teste mal. Nee, also klappt so nicht. Und Harz? Nee, Harz was auch nicht. Geil? Auch nicht. Stoff? Ist unser Weg voll? Nein, es ist nicht voll. So, ich gehe mal in der Hütte sicherheitshalber. Genau, das sind alle unten. Der kommt doch hoch. Ich bin auch nicht. Warte mal. Den Stock brauche ich auf jeden Fall und brauche ich die ganzen Knochen. Also du brauchst nur zwei. Ja, zwei Knochen. Jo! Stoff, zwei Stoff. Ah! Zwei Knochen, zwei Stoff. Was kann man noch mit den Knochen machen? Zwei Stoff? Drei, oder? Ja. Nein, zwei. Okay. Ah, drei Knochen raus. Ups, ich hab Lurche. Die sollte ich mal aufheben, ja? Und noch Fleisch. So, erstmal esse ich was. So, jetzt machen wir mal. Kann ich hier genug vorbereitet sein? Ja, da ist guck mal, ich habe hier auch die Axtader eingesammelt da von dem. Von dem komischen hier Krieger. Da, guck mal. Wo bist du? Hier, guck mal. Meinen neuen Knüppel. Was hast du denn dafür genommen? Nix. Den hat den lässt einer der Ur-Einwohner. Hallo. Ach so. Mhm. Wo ist das C? Ich such das C. Krieg hier gerade nichts mehr drauf. So, ich bin gerade am Überlegen, ob wir vielleicht hier nochmal irgendwas basteln, was die abwehrt. Wo irgendwas was Schaden macht. Ja, erstmal müssen wir die Palisade errichten, wa? Ja, willst du wirklich eine Palisade errichten, weil da fällt dir auch nicht auf, so. Die Ureinwohner wohl. Nur ja, die das
andere Gefühl mit. Aber wir müssen noch was errichten, damit wir dann über die Palisade kämpfen können. Ja, das machen wir nachher. Wo bist du? Hier unten am Feuer, ich lege da gerade noch Körperteile drauf. Ich will sie nicht essen. Nee, das ist kein Hopper-Hopper. Nee, die möchte ich nicht essen. Nee, ich hatte gedacht hier, es gibt ja seit dem Update diese Dingens, was wir draußen auch angebracht haben, ne? Auf der anderen Seite. Ob wir die einfach so ein bisschen... Oh, jetzt habe ich mich voll erschrocken. Das bin ich. Entschuldigung, ich bin diesmal ein farbiger. Ja, das war ja nicht das Schlimme. Entschuldigung, das darf man nicht sagen, ne? Ja, das ist eine Glatze. Hier haben wir schon eine schöne Totenfalle aufgebaut. Die funktioniert auch. Oh. Du sollst aber nicht reinlatschen. Hier diese Dinger, hier die haben wir, die gibt's ja seit Patch 023. Ja, aber du weißt ja nicht, wie viel helfen die und die halten die aber nicht ab. Die sind bei mir weg. Was? Jo. Nein, die sind. Aua! Ich sehe die nicht. Sind sie noch da? Total bugfreies Spiel. Ey, das ist echt nicht. Also ich müsste es jetzt mal aufnehmen, um das zu zeigen. Ich glaube, du nimmst nämlich auch mal auf. Hier sind auch nicht so viele Waschbären. Hier sind voll gut mit Waschbären. Ich bin der Waschbärkiller. Wo bist du? Ich habe gerade Waschbären gefunden. Ich bin dafür. Och, Bambi! 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 Och, Bambi, ich will nur noch ein bisschen Rehhaut. Ja, würde ich auch gern haben, aber irgendwie bin ich zu blöd, einen Pfeil abzuschießen. Hä? Was? Du hast doch blöde Fies abgehauen. Hier steht eins, voll in Ruhe. Rennt durch den Berg weg. Komisch, komisch, komisch. So, warte. Muss mich mal eben kurz was ausruhen. So, was haben wir denn hier? Wir haben. Ich bin voll ausgerüstet. Schön, schön, schön. Hab's getroffen, aber es ist nicht gut umgefallen. Schön, 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 schön. Schön ist es. Ist das jetzt getroffen? Knochen, Knochen, Knochen. Noch ein Knochen. Ist da oben ein totes Reh? Nee, ich sehe doch nichts. Ich bin gerade noch Knochen, Knochen. Überreste eines Einwohners. Ist mir irgendwo ein Kopf rollen gegangen. Der Kopf ist rot. Nehme ich meine an. Wo bist denn du? Totes Reh? Nee, ist nicht. Ey, die können durch die Palisade. Viecher, ja. Das muss so. Ist alles bugfrei. Natürlich, total bugfrei. Ami! Und ich muss noch was essen. Oh, ich bin zu nah am. Ich wollte es nicht essen. Das wollte ich nicht essen. Versuche erstmal das Schwarz als erstes zu essen, also was schon ein bisschen länger hängt. Ja, es war schwer, das zu treffen. Hm? Ach so, zum Essen, ja. Hier hol dir mal bitte die Knochen weg hier. Der extra Knochen draufgelegt, der Schädel ist irgendwie rollen gegangen. Kannst du die Knochen alle wegholen. Wo sind die alle weg? Da ist auch noch einer hier direkt vor dir.
dann halt nicht. Ich den mit. Ja. Ey, ich hab ein Kaninchen getroffen. Was hast du getroffen? Ich hab ein Kaninchen getroffen. Nur ein Pfeil. Ich brauche demnächst auch mal Federn, wa? Hast du immer noch keine Federn? Nein, nicht genug. Ich gehe mal hier in diese Richtung gar nicht weit. Ja, ich sehe deinen Namen. Ein bisschen Gebiet erkunden. Ich glaube, tagsüber sind die auch nicht so ganz angriffslustig. Ich würde das nicht verwetten. Ich sagte nicht ganz so. Ich habe nicht gesagt, dass sie gar nicht angriffslustig sind. Guck mal, da hinten ist das Schneegebiet. Wieso kenne ich das? Haben die nicht? Man kann im Meer jetzt übrigens auch Minzmuscheln, nee, nicht Austern kann man finden. Austern, genau, Austern waren das. Und die kann man. Ich hab einen Reh getroffen. Wow! Glückwunsch! Ja. Und ja, man kann seine Skillpunkte auch verbessern, habe ich jetzt schon erwähnt. Also du hast temporäre Skillpunkte. Und umso mehr du rennst in der ganzen Spielzeit und umso mehr du tauchst, umso besser wird halt deine Ausdauer und ja. Das ist scheiße. Sieht hier aber echt geil aus. Ja. Hier wäre ja eigentlich auch noch was zum Bauen. So auf den einzelnen kleinen Inseln. Du weißt, dass da hinten aber auch irgendwo ein Lager ist, ne? Ah, hier ist ein Lager. Ist wohl in der Nähe. Ah, ich bin auf dem viel weiter weg. Wo bist du eigentlich? Ganz weit weg. Ey, Fische, ich wollte. Krokodil. Ja, vorsichtig. Was heißt, du bist ganz weit weg, Eule? Ah, so weit. Guck mal, wie so ein Krokodil. Das interessiert der Krokodil überhaupt nicht, glaube ich. Ich bin gerade voll im Arsch. Hallo? Oh. Was denn? Tot? Nee. Alles gut. Wo bist du? Ja, das interessiert das Krokodil echt überhaupt nicht, oder? Da ist ja noch eins! Warum sind wir da? Wo kommt die Krokodile denn her? Weißt du, dass ich Wälder hasse? Ich habe noch gar kein Krokodil hier bei dir vor Ort gesehen, das ist das erste Mal jetzt. Ich komme mal zu dir, ich fühle mich so einsam. Interess-
ist hier der Krokodil absolut nicht, dass ich die ganze Zeit. Ey, wo bist du? Einen Pfeil in den Arsch schieße. Ey, du bist doch nicht geschwommen, oder? Nein, ich bin über die Inseln hier drüber. Okay. Hab voll die Krokodile. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Hier rennen die Krokodile rum. Gerade habe ich die gar nicht so wahrgenommen. Ne? Komm bitte zurück. Ich hab. Ich hab Angst, ich hab Angst! Ich glaube, da ist ein Krokodil direkt vor meiner Nase. Scheiße. Ich geh wieder zurück. Ich. Ah, das sieht hinter mir her! Tja. Ist das hinter mir her? Nein, das hat's aufgehört. Puh, ich dachte schon. Ach, das ist der nächste Krokodil, wo bin ich nie hingekommen. Alter. Ich bin fest. Wie geil. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich hin muss. Das ist trocken. Ich habe mich gerade voll vom Reh erschreckt. Ich wollte eigentlich mal meine Fischerkünste ausprobieren, aber. Jetzt weiß ich wieder, wohin. Nee, ich. Oh, ein Eingeborener. Scheiße. Wo denn? Bei mir. Bei uns im Lager? Nee. Oh fuck, 3 Stück. Wir haben mich entdeckt. Ich komm. Ich häng fest. Ja, super. Ich komm. Wo bist denn du? Auf dem Weg zum Lager. Wo sind die Pisser? Fuck. Wo sind denn? Wo denn? Da vorne waren die. Also hier so. Siehst du mich? Ja, ich seh dich. Mir geradeaus. Aber vielleicht sind die jetzt weg. Ich bin ein bisschen gerannt. Weil 3 Stück alleine. Eine Axt. Ja, toll. Die brennt ja auch nicht die ganze Zeit. Wo bist du eigentlich? Direkt neben dir, du Pappnase. Jetzt hinter dir. Hier waren die. 2 Ureinwohner, 2 Frauen und ein Kerl. Und die Frauen sind mir unheimlich. Sind die ich sehe einen. In unserem Lager. Ja. Oh, ja, 3 Stück. Oh, und ein Anführer. Oh. Vielleicht machen die nichts. Die rennen jetzt gerade durch unser Lager. Das ist natürlich nicht so toll. Vielleicht macht der ja nichts. Oh. Geh weg. Weg. Los. Weg. Wo sind die anderen? Denk dran, der darf nicht ins Wasser fallen. No. Und jetzt der andere, den wollte ich mir gerade holen. Ah, hier. Ja, wir brauchen ein wenig mehr Schutz, würde ich sagen. Ah, geil. Der hat noch nicht mal viel Damage bei mir gemacht, nur ein bisschen. Ich schmeiß sie jetzt einfach ins Wasser. Ja. So. Zack. So, leicht runter. Einfach satteln auf den Rücken und dann gib ihm. Genau, ab im Wasser mit der dem. Leiche. Dem. Was auch immer. Der, die, das. Wo ist denn der Anführer hin? Den habe ich doch hier irgendwo niedergelegt. Ja? Guck mal, ob ich Zähne gesammelt habe. Ich hab eine Wasserleiste. Ich hab auch eine da irgendwo. Hier liegen die Füße da draußen. Ist egal. Alter. Ja, die kommen übers Wasser. Die gehen durchs Wasser. Aber es ist lustig. Lass uns doch frei. Ja, wenn dann aber hier so die Mutanten kommen, das steht auch überhaupt nicht drauf. Ja, besser als wenn wir eine Palisade oder unsere Sachen wegsprengen. Aber ja. Wir könnten hier einfach mal. Achso. Fallen. Einfach mal. Ja. Ich muss was trinken. Ein paar Fallen aufbauen. Ja, ich bin auch am Verhungern. Warte mal, guck mal, ob ich Zähne gesammelt habe. Wo wollen die Fallen? Ey, yo, ich hab Zähne gesammelt. Also
wie rum muss das Ding denn? Wie war das nochmal mit den Zähnen? Vier Zähnchen. Und dann brauche ich ja noch. Da machen wir. Wieder. Ja, ich würde sagen, aber das mit den Fallen bauen, das machen wir in der nächsten Folge. Was hältst du da? Von mir aus? Ja, dann ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns, verabscheuen uns, etc. Ja. Einmal Vivi. Hier, hier, hinter dir. Ja. Ich bin hier. Ja. Ciao. Headbangs. Ciao, ciao.